Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder Bloons Tower Defense 5 und wir machen wieder etwas Spezielles. Und zwar eine Tagesherausforderung. So, da würde ich sagen, wir machen unplatzbar gleich was Richtiges hier. Keine Kindergartenparty. Schauen wir mal, was rauskommt. Wir nehmen alles. Da wird nicht gedreht, geflunkert und geflöckelt. Was haben wir denn da Schönes? Ja, unplatzbar, wie gesagt. Eine Map, die ich auch sehr mag, aber mit Towern, mit denen ich jetzt schwer was anfangen kann. Das Problem ist, wie soll man denn da Bosse platt kriegen mit diesen Towern? Gut, rechte Seite von dem da, vielleicht noch Supermonkey ist was anderes, sehe ich da keinen Leveled. Hier ist, glaube ich, starten. So, gehen wir's an, Leute. Unplatzbar. Bis Wave 85 geht's. Oh, das ist doch eine andere. Ich habe die im Kreis da jetzt im Kopf gehabt. Das ist natürlich noch, ja, noch blöder, würde ich nicht mehr sagen. Ist okay. Das Problem ist, wir haben unplatzbar und kriegen keine Bananenplantage. Wie soll denn das möglich sein, bitte? Sind die jetzt witzig? Soll man das schaffen? Also, das geht mir nicht ganz ein. Weil selbst auf schwer braucht man eine Bananenplantage. Das geht gar nicht anders. Entschuldigung, Leute. Also, da werden wir schwer fehlen. So, wir werden das dann gleich upgraden hier. Wie soll man denn das hinkriegen? Auf unplatzbar ist das schon käsig. So, wir brauchen den hier. Also das wird nichts auf unplatzbar. Ich weiß nicht, was sie die vorstellen. Wenn wir Special Agents nehmen, dann vielleicht. Aber ansonsten ist es nicht möglich hier, was die uns hier vorgeben. Weil eine Bananenfarm muss man schon kriegen können auf unplatzbar. Das ist ja sonst wirklich unfair. So, dann bauen wir mal den da. Gib auch so schnell wie möglich nur ein bisschen Range hier, dass er auch Damage macht da hinten. So, jetzt geht auch die da hinten an. Mal ein bisschen aufpassen, dass uns da keiner durchflutschelt, weil... Sonst haben wir es gleich hinter aus. Ich gehe aber nicht darauf an, dass wir es schaffen, Leute, weil ganz ehrlich... Ohne Bananenplantage auf unplatzbar. Das grenzt an Verarsche. Also, das ist nicht machbar. Aber ich versuche so lange wie möglich zumindest durchzuhalten. So, 380 brauchen wir hier. Mehr Range noch. Jetzt brauchen wir 630. Sollten wir bald haben. Seht ihr, da muss man schon nachlegen, sonst hätten wir schon ein Problem. Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Haben wir noch immer den DT630? Das ist ungut. So, jetzt aber. Sehr schön. Jetzt funktioniert das ein bisschen besser mit den Regeln. Wolf 16, wie gesagt, hier nehmen wir mal ein bisschen mehr Range noch. Spur besser geht's jetzt. Muss man auch schon wieder nachlegen. Ungute Sache.
So, wir brauchen jetzt noch mehr Affen, beziehungsweise hier mehr Power. Das heißt, die rechte Seite hier. Hier genauso. Dann funktioniert es eine Spur besser. Aber wie gesagt, ich gehe nicht von dem Wind aus, Leute, also. Ich meine, man hat schon Probleme auf schwer, ja? Und auf unplatzbar, ganz ehrlich. Nur mit den Towern hier, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, das wird nicht funktionieren. So, was haben wir denn noch? Wir haben den hier. Den hier, der kann die Camouflage-Farbe weg. Der nimmt, glaube ich, die Camouflage an. Dann besser den Affen mal, dass er die zurückschießt. Das ist vielleicht nicht so schlecht. So, die linke Seite, zwei Affen werden wir nehmen. So, noch so ein Affenlehrling da. Den setzen wir hier hin. So, und dann werden wir die natürlich ein bisschen aufarbeiten hier. Dass die auch Camouflage nehmen. Der genauso da. Kommen schon Stahlblunts nämlich, das ist nicht ohne. Die Affen sind nicht so schlecht. Die reißen hier viel raus. Also die Affen hier, die günstigen. Aber es ist schon alles ein bisschen risikovoll. So, jetzt brauchen wir Geld hier. Kann jederzeit was durch, das ist eben das Ungute. Man hat hier ein bisschen wenig Übersicht, ne? Seht, die kommen da schon ungut nach hinten. Wirklich ungut das Ganze hier. So, dann Wave 33, Camouflage. Jetzt nehmen wir das da, wie gesagt. Die 1400, die haben wir bald. Es hilft ein bisschen. Du kriegst es auch da unten. Bisschen Kohle fehlt nur, dann haben wir es. Ich glaube, das ist Wave 36, wo dreimal sowas kommt hier. Sehr schön, Hammer. Geht wieder ein bisschen besser. Wave 37. Langsam muss ich mich für den Boss vorbereiten. Das heißt, hier diese 9-6 muss ich mal fertig kriegen. Das werden wir nie im Leben schaffen. Ich werde es versuchen, aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das was wird. So, Wave 39. Und ich scheine durch. Nee, das ist unmöglich. Ohne Bananenfabrik geht es einfach nicht. Also, wer sich das ausgedacht hat, Gratulation. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!